Hallo, ich begrüße dich zum aktuellen Video auf meinem Kanal und ich zeige dir in diesem kleinen Filmchen die Burgruine Wackenburg in Waldsbronn. Das ist direkt hinter der deutsch-französischen Grenze. Wenn man von Pirmasens kommt, über Kröppen fährt, ja, geht es dann noch 2 Kilometer einen Berg runter durch den Wald nach Frankreich rein und dann ist rechter Hand im Ort auch die Ruine. Ich würde sagen, ich erzähle gleich das Historische dazu und wünsche dir viel Spaß. Das Dorf Waldsbronn wurde erstmals im Jahr 1080 erwähnt. Das steht aber im Zusammenhang mit den dort betriebenen Heilquellen, die gemäß alter Ausgrabungsfunde schon den Römern viel früher bekannt gewesen sein müssen. Um 1490 errichtete dann Graf Simon IV. Wecker von Zweibrücken-Bitsch in Waldsbronn ein Jagdschloss. Das ist die sogenannte Weckersburg oder Wackersburg, wie man die nennt. Die Burg hat später den Besitzer gewechselt und nachdem dieser im Jahre 1570 verstorben ist, wurde das Gebäude aufgegeben und verfiel zur Ruine. Übrig ist noch dieser Turm, beziehungsweise eigentlich der Sockel darunter. In der Mitte steht dieses Denkmal. Das handelt sich hier um eine Herz-Jesu-Statue. Und es gibt noch einen Turm im Nordwesten der Anlage. Das ist aber auch schon alles, was da noch zu sehen ist und ein paar Mauerreste. Naja, trotz allem kann man sich das gerne mal anschauen. Und ich bin damit mit meiner Ausführung auch schon wieder fertig.